Servus und herzlich willkommen wieder. Und wir sind immer noch im Kinderzimmer. Es ist wieder ein schöner weiterer, heute wahrscheinlich sehr kurzer Teil von meinem Vlog, wo ich euch einfach bei allem mitnehme, was es hier in diesem Zimmer so zu tun gab und gibt. Ihr seht, das meiste ist gemacht. Deswegen geht es jetzt so langsam ein bisschen Richtung Finale. Und heute geht es auch an die Steckdosen. Gleich mit dem Hinweis vorab, abonnieren nicht vergessen. Sicherung raus ist das Wichtigste. Das Zweitwichtigste ist, man kann das selber machen, so wie ich das mache, man soll es aber nicht. Ich übernehme für alles, was ihr daran tut, keine Haftung. Wir haben uns hier schon mal für die Steckdosen, da gibt es diese Sicherheitseinlagen, damit die Kinder dann nicht in der Steckdose rumfummeln können. Und bei denen, die wir uns jetzt rausgesucht haben, haben wir einfach schon mal drauf geachtet. Ich weiß nicht, ob man es sieht, da ist das schon drin. Für Steckdosen ist eigentlich, ich finde, ganz einfach anzuschließen. Es gibt einen Eingang, einen Ausgang und einen PE. Das war's auch schon. Bei der Befestigungsmöglichkeit habe ich jetzt ein bisschen mehr. Und zwar habe ich die Möglichkeit, zum einen hier drin, das sind diese Löcher, mit denen ich die Steckdose oder den Schalter mit diesen beiden Öffnungen quasi reinschrauben kann. Kann ich auch diese Klammern hier benutzen. Die kann ich hier mit dem Schraubenzieher, wenn ich das schraube, spreizen die sich und klemmen sich hier seitlich in die Dose rein. So, ich lege mir die Kabel jetzt noch hinten rein. Drück das Ganze mal hin und dann heißt es schauen, dass es gerad wird. Entweder mit ein bisschen Augenmaß oder im Zweifel mit einer kleinen Wasserwaage. Und dann nur noch festknallen. Ja, und dann heißt es bloß noch, in dem Fall Einzelrahmen, das muss, glaube ich, nach unten bei dieser Steckdose, in dem Fall auf die Beschriftung achten, rein. Zack, fertig. Das soll es auch schon gewesen sein. Ich kann euch noch die Anekdote erzählen. Achtet drauf, wenn ihr, weil mir ist es passiert, ich habe überall 40er Dosen eingegipst. Und habe mich später fürchterlich geärgert, gerade bei den Doppelsteckdosen, wo teilweise noch eine Leitung nach oben weiterging. Früher, die muss ich ja auch noch mit anklemmen. Mich fürchterlich geärgert, nicht eine 60er Dose verbaut zu haben, weil ich hinten kaum Platz hatte für die Klemmen. Also wenn ihr wisst, da kommt mehr zusammen. Nehmt lieber die tiefere Dose, ihr werdet dankbar sein dafür. Ansonsten war es das eigentlich schon. Ich lasse das nachher nochmal durchchecken, bevor ich hier ein Kind reinlasse. Beim Schalter verhält sich es ähnlich. Wenn ihr euch mehr für so Elektrikzeug interessiert, dann folgt Kanälen wie Proofwood. Die sind elektrisch super versiert. Ich mache Vlog, zeige, was ich mache und sage nicht nachmachen. Wichtig, nicht nachmachen. Regie bitte hierbei nicht einblenden. Wäre mega. Zeige, was ich mache und sage nicht nachmachen. Wichtig, nicht nachmachen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt, Kommentare. Kommentarspalte unten ist wie immer freigegeben für euch. Und abonnieren nicht vergessen. Ihr kennt mich. Alles nur nicht regelmäßig. So bin ich. Und das schaut ihr gerne. Bis dahin. Ciao.